Jo Leute, was geht? Ash Cash ist wieder am Start. Heute ist einmal sehr Besonderes. Es ist mein erstes Hardcore-Projekt und allgemein mein erstes Projekt auf YouTube, das ich jetzt machen werde. Das ist mein Seed, Strukturen generieren. Den kann ich eh nicht anmachen. Welttyp ist Benutzer definiert. Wieso? Egal. Ja. Da ist diese Welt. Ich hoffe nur, wir finden zum Start direkt ein Dorf. Das wäre übelst krass. Das wäre wirklich übelst krass, wenn wir jetzt direkt am Start ein Dorf finden. Soll ich erstellen? Okay. Klick drauf. Es wird erstellt, Leute. Leute. So. Leute, was geht? Wir sind in der Hardcore-Welt, wie ihr vorhin gehört habt. Und wir werden auf die Suche gehen. Zuerst bauen wir mal. Oh mein Gott, warte schön. Stell dich Sound schnell runter. Musik und Geräusche. Da. Blöcke mache ich auf 50 und Wetter auch. Wetter regt mich auf. So. Ja, ist besser. Besser als vorhin. Was war das? Was weiß ich. Okay, gut. Das ist gut, Leute. Was ist Holz? Jetzt habe ich 11 Holz im Inventar. Das ist nix. Das Holz ist einfach verschwunden. Ich habe 11 Holz. Das war ein Bug. Ich schmeiß es weg. Ich schmeiß das weg. Es wird weggeschmissen. Zack. Wir cheaten nicht durch Bugs. Ist das? Wieso liegt eine Pickaxe? Können Villager jetzt Pickaxes droppen oder was? Habe ich was verpasst? Ah, da liegt das Holz. Also. Da liegt das Holz, Leute. Da liegt das. So, das andere Holz da hinten sollte schön despawnen. Mann, das ist einfach in mein Inventar. Komm. So, dreimal. So, jetzt lass mich eine schauen, ob der. Schau mal, ob das Dorf einen Ofen oder so hat. Ich hoffe es aber. Ja, was ich machen wollte. Oh, kacke. Ich mach mir zuerst. Also, kacke von mir. Zuerst wollte ich mir eine Holzpickaxe machen. Danach. Ich mache mir jetzt nur die Holzpickaxe. Danach mache ich mir direkt die Steinpickaxe, weil ich jetzt Stein holen muss. Und dann. Dorf, glaube ich, hole ich mir direkt Stein. Und dann gehen wir direkt auf die Jagd nach Eisen. Und ich habe schon eine Idee, wie ich Eisen bekomme. Ihr wisst ja, in dem Dorf ist ein Eisengolem. Das wisst ihr alle. Und ich werde mich gegen den Eisengolem im Hardcore anlegen. Im Hardcore werde ich mich gegen einen Eisengolem anlegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Leute. Ich weiß es nicht. Eine Axt mache ich mir auch schnell. Eine Holzaxt. Das ist gut. Yeah. Ich farm schnell ein bisschen Stein. Danach seht ihr den Trick. Die meisten OGs kennen wahrscheinlich den Trick schon, oder
die normalen Spieler jetzt auch. Die werden es jetzt auch sehen. Aber er ist auf jeden Fall krass. Wenn du in einem Dorf spawnst, dann kannst du direkt den Eisengolem snacken. Dann kannst du dir direkt den Eisengolem snacken und dir dann das Eisen holen. Doch wenn ich verkacke, dann lacht nicht. Lacht nicht. Wo ist der Eisengolem? So, okay. Was macht der für Geräusche, Leute? 2, 3, 4. Nicht so schnell kann ich den angreifen. Ja, der haut einfach ab. Ich glaube, vier Blöcke reicht. Muss reichen. Ich kann nicht höher bauen. Jetzt kommst du wieder. Jetzt kommst du wieder raus. Schnell. So. Ich hab 5 lieber. Leute! Der reckt mich auf! Oh Mann! Was ist das? Wenn der jetzt abhaut? Wo ist er? Der Eisengolem cheatet. Wo ist der Eisengolem? Hä? Watch mal. Wo ist der Eisengolem? Oh, da ist der Typ. Also da bist du. Drei. Jetzt hat er ab oder was? So. Jetzt, ich habe ihn richtig gemacht. So. Ihr seht. Ich lehne den Eisen hier. So. Und den Move. Auf episch, Leute. Auf episch. Jetzt der epische Moment. Wie viel Eisen? Bitte. 3 Eisen. Ja. Direkt eine Eisenpickaxe wird gemacht. Ich weiß, viele von euch würden ein Schwert machen, glaube ich. Aber was ist, wenn ich jetzt so random Dias finde? Was ist, wenn ich das... Also, ja. Was ist, wenn ich das so random jetzt Dias finde? Dann kann ich mir ja kein... komm. Glaube nicht so viel. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin der größte Laberer. Am Ende mache ich es aber doch. So. Dann. Die Nacht überstehen wir ja auch, weil wir im Dorf sind. Und das ist gut für mich. Mein eigenes Haus will ich auch bauen. Da ist eine Chest. Wir hoffen, Trommelwirbel. Was? Nur? Ich bin zufrieden, aber wieso? So unnötig. Wer isst Äpfel und Kartoffeln in Minecraft? Was soll ich federn? Nehme ich, glaube mit für ein Buch. Oder kann man mit Federn mit Büchern machen? Und die Chest natürlich auch. Ich bin jetzt nicht der größte Minecraft-Profi darum. Was ist das? Ein Sattel? Das ist ja gar kein Schmutz. Sattel? Ich nehme mal alle Fackeln von damit. Ich hab fett Hunger. Was ist das? So. Okay, es wird langsam Abend. Ich verkriech mich. Ich mir in das Haus da. Da ist auch eine Chest drin, habe ich gerade gesehen. Oh, Slack. So. Ja, Bro. Ja. Ich habe Emeralds geklaut von einem Villager. Aber wehe, ich sehe in den Kommentaren, ihr verratet es dem Villager. Okay? Da. So. So. Zack. Und dann wurde es komplett abgebaut. 2 Chests brauchen wir. Sorry, oder? Doch, ich nehme schon. Falls ich ein Kistenlager habe. Dann nehme ich 2 Chests.
Dann nehme ich 2 Chests. Okay. Dann haben wir Steine. Und ich glaube nicht, ich mache mir 7 Steinpickaxes oder so. Oder vielleicht auch mehr, warte schnell. Koordinaten. So. Fuck. Nicht die beste Grafikkarte, dann leckt es vielleicht bei der Aufnahme, aber ich hoffe, ihr bleibt noch dran. Ich hoffe, die Lags machen euch nichts aus und ihr bleibt dran. So, Villager hat eine gute Nacht. Ah, das ist ein Scam. Du Scammer. Du bist eh keine. Du Scammer, du 31er. Lauf nicht weg, wieso bist du so schnell? Du Scammer. Du Scammer, wieso bist du so. Wieso ist dieser Scammer so schnell? Ja, jetzt hab ich dich. Rest in peace, Villager. Wir machen da. Warte schnell. Da ist er gestorben, oder? Dann machen wir da jetzt einen Holzstamm hin. Und. So, warte schnell. Wie craftet man ein Schild? Ein Schild. Da ein Schild. Ah ja, das war easy. Das ist easy. Das ist easy. Easy, Leute, das ist easy. Zack, 8 nehmen wir für ein Schild. Was heißt jetzt? Jetzt kann ich mir ein Schild craften, Leute. Ein Schild. So kommt kein Schild mehr. So kommt kein Schild mehr. Ja, Schildbolz. Ein Schild. Wieso sehe ich kein Schild? Sie wissen, aha, ich bin nicht mehr auf der Welt. Dumm. So, ich will nur ein. Na gut, egal. Ich gehe wieder zurück, wo der Villager starb. Da starb er, oder? Da starb der Villager. So, dann haben wir da. Schild hin. RIP. Erster Kill, was ist der? RIP. Nee. RIP. Dorfbewohner. RIP. Dorf. Oder? Dorfbewohner. Und nachher machen wir da unten noch. Erster. Jetzt ist das. Entschuldigung. Erster Kill. So, da starb er. Willy starb da. Name Tag wäre jetzt auch noch wichtig, Leute. Name Tag. Aber ich würde mal sagen, ich gehe auf Reise. Noch alles mit, was geht. Und na, ciao, liebes Dorf. Ich gehe mal nach da hinten. So. Mein Leben mit dem Schwert. So. Sehe ich da irgendwas Nices vielleicht? Irgendwas. Muss nicht so nice sein, aber wäre nice. Irgendwo. Nein. Da hinten. Ich sehe da. Ich habe irgendwie das Gefühl, da hinten versteckt sich irgendwas. Da hinten versteckt sich irgendwas. Ich habe das Gefühl wirklich. Oder? Da hinten? Ist da was? Ja, ich sehe da einen Baum. Und sonst auch nichts. Warte schnell. Sehe ich, wenn ich jetzt mein Sichtfeld auf 30 stelle, sehe ich auch nicht so gut. Das ist normal so. Ihr Schafe, ich habe Hunger. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich
Hunger. Leute, ich habe Hunger. Ich muss was essen. Ich bin auch ein Mensch. Ich muss auch was essen. So. Und jetzt all rest in peace an den Villager. Wenn wir mal vielleicht mal, also ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal zur 50. Folge kommen. Und vielleicht verfolgt ja jemand dieses Projekt. Das wäre richtig nice. Also vielleicht. Vielleicht irgendein Ehrenmann von draußen, irgendeiner draußen verfolgt vielleicht das Projekt bis zur 50. Folge, bis ich dann sterbe. Und dann weiß er, RIP Dorfbewohner, erster Kill. So, Willy, seht ihr das da hinten? Was ist das? Ist das, Leute? Erstmal da. Sorry, Villager. So, dann sehen wir alles. So, Leute, aber was sagt das auch noch? Ich hol mir auch noch den Komposter mit. Ein Ei! Hast du ein Ei gelegt? Ah, das ist ja schade. Für dich. Sein. Oh. Hast du ein Kind? Nee, dich. Du Armer. Dich kill ich nicht. Ich hab seine Mutter. Ich hab seine Mutter ermordet. Bin ein Mörder. Nein. Nein. Niemals. Ihr wollt mich doch veräppeln. Niemals, oder? Sogar nicht ein Obsidian. Als ob. Stapel das mal. 3 Goldkarotten. 1 Feuerkugel. Ach du Heilige. So, das brauche ich gar nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Soll ich jetzt schon die Goldsachen anziehen kommen? Ein Fluch der Bindung. Ich weiß nicht, ist es gut? Schlecht. Egal, ich ziehe sehr gerne. Und wie viele Goldblöcke sind das? 2. Vielleicht da noch einen. Ja. Oh. Schnell. Jetzt kann ich mit Heu bauen. Da ist so ein Goldblock noch. Hilfe, Hilfe. Sterbe. Nein. Kann doch nicht mein Kill tot sein. Bitte nicht. Ja, Leute. Das war wohl die letzte Folge von Hardcore. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich mach vielleicht morgen oder heute noch ein neues Projekt. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ciao. Bis morgen. Mein Kollege Bro, ich bin Rapper. Komm, wir schauen uns noch die Welt an. Was hätten wir noch finden können? Wir nehmen eben nächstes Mal genau den gleichen Seed, weil ich finde den Seed richtig OP. Ich finde den Seed wirklich krass. Was gibt's da unten noch? Oh mein. Ich sehe bisher noch keine Dias, aber da sind wir schon. Da unten wäre sogar so eine Höhle, so eine Amethysthöhle gewesen. Ja, das. Das ist ein krasser Spawn, wirklich. In einer Hardcore-Welt, aber ich sterbe einfach in der ersten Folge. Na gut, na gut, na gut, na gut. Da ist sogar Eisen noch. Da ist sogar noch Eisen gewesen. Da noch das Dorf. Ja, was? Schau noch dort. Ne, jetzt ist die falsche Richtung. Da hinten war doch das mit der Portalsruine. Der Eisengolem lebt einfach wieder. Ja gut, der Eisengolem lebt einfach wieder. Unsterblicher Eisengolem.
Schätze ich mal. Sehe ich jetzt meinen Loot noch, weil ich. Nee, es war doch die andere Seite, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat diese Folge auf jeden Fall gefallen. Ich werde auch noch eine nächste Folge rausbringen. Ja. Fehler melden auf jeden Fall. Okay. Ja. Ciao. Bis irgendwann.